Ja, glaubst du denn, dass Hansi und Beres dich ohne Grund gerne hat? Aber wenn er dich nur ein einziges Mal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt. Wetten, dass er es dann öffentlich verflucht? Einmal stellst du dir die Frage, warum muss es mich geben? Und dann denkst du immer nach über dein Leben. Du fragst nach dem Sinn, wo geht die Reise hin? Was bringt es mir, mein Projektleben? Was? Das kann doch nicht wahr sein. Nein, ich das auch noch. Das kann nicht sein. So viele Rücklagen habe ich nicht, um das alles wieder aufzubauen. Wird ja immer schöner. Wer kommt als nächstes? Der Gerichtsvollzieher? Sind Sie Hans und Petra Hiuberias? Ja, warum? Es ist ein fürchterlicher Unfall auf der Autobahn passiert. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihre Tochter und Ihr Schwiegersohn bei diesem Unfall verstorben sind. Sarah, komm mit nach Hause. Hey, lass mich. Ich bleib hier. Ich hab genug von dir und Gott. Ich brauche richtige Antworten auf die Fragen im Leben. Mein Gott, bist du da? Hörst du mich? Ich verstehe das alles nicht. Wieso ist auf einmal alles so anders? Wieso ist alles so gegen mich? Gott, bist du da? Es reicht! Wenn du es nicht anders verstehen willst, verstehst du es vielleicht so. Ich verlasse dich, wenn du nicht endlich deinen sinnlosen Glauben aufgibst. Es liegt ganz bei dir, Gott oder ich. Warum? Wieso hast du mir alles genommen? Ich kann nicht mehr und will auch nicht mehr. Bitte zeig dich mir. Ich rufe dich. Hörst du denn nicht mein Schreien?